Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgan und Jakob von den Frakta und ich bin wieder in dunkle Schwingen. Gucken wir mal. Also ja, Westeros Total Conversion Mod für Medieval 2 Total War Kingdoms. Wobei ich glaube, den ziehen wir auch noch ab. Mein König! Natürlich! Ja, Kapitän. Befehle, Herr? Ja! Der kann die Burg eh nicht halten, wenn sie kommen. Aber ihn zu verlieren kann man es auch nicht leisten. Wir brauchen echt jeden Mann. Mein König! Eure Befehle? Vorwärts! Wohin geht es? Wie ihr wünscht, Kapitän. Das ist halt etwas, Ach, guck an. Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Das ist halt so ätzend an der Mod, dass dir so irrsinnig viel Geld gecheatet wird für die KI oder halt Truppen gecheatet, ich weiß es nicht. Es kann mir echt keiner erzählen, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das sind alles Burgen. Also eine Stadt, der Rest sind Burgen. Mit den Einnahmen, ja. Das kann mir keiner erzählen, dass man da solche Stacks unterhalten. Wisst ihr was, das machen wir jetzt einfach mal. Ich will einfach mal gucken. Ihr müsst mit uns um diese Wasser kämpfen. 1, 2, 3, 4. Naja, gut will zusammengesetzt. 5 Fullstacks plus ein bisschen Krümmelzeugs plus Schiffe. Wollt ihr mir etwa einen Befehl erteilen? Auf denen teilweise auch noch Truppen sind. Hier haben die Tullis gekämpft. Sind hier aber weit vorgestoßen. Können wir eigentlich Gelegenheit mal nutzen. Gucken wir uns mal um. Also die Tullis sind aus ihren Flusslanden ganz gut gegen die Lannister scheinbar vorangekommen oder konnten sich halten. Aber man sieht es für die Tullis schlecht aus, wenn ich das richtig sehe. Der Norden ist offensichtlich nicht in Bewegung. Die Starks sind scheinbar daheim geblieben. Da sind Stark-Armeen. Ach, guck an, hier sind weiße Wanderer. Na gut, Arryn unterhält auch riesige Truppen. Wie sieht's denn eigentlich für Drachenstein aus? Ach, guck mal an. Drachenstein ist weit vorgestoßen, bis vor Königsmund. Und andere Bruder ist auch ganz gut auf dem Marsch. Ah, die Martells sind ziemlich weit nach Norden marschiert. Also die kloppen sich ziemlich erfolgreich, nur für hier Baratheon von Königsmund sieht es halt schlecht aus. Ja, wie aber auch immer, also das ist echt, also... Das nervt mich, ja, wenn rumgecheatet. Eigentlich müsste man sich selbst auch Geld cheaten und sagen, ja komm, scheiß drauf, wenn aber sowas. Aber wie heißt es immer so schön, die KI hat das Geld und wir das Gehirn. Ja, ab einer gewissen Menge Geld und dadurch Truppen bringt auch Gehirn nicht mehr viel. Sei man bewirft den Gegner relativ fest mit dem Gehirn. Mein König! Mein Herr! Segel setzen! Mein König! Gehen an Bord! Ja, Kapitän. Heute können wir nicht weiter segeln, Kapitän. Werf den Anker. Wir segeln morgen weiter. Heute können wir nicht weiter segeln, Kapitän. Greift an oder lasst mich in Ruhe. Ihr müsst mit uns um diese Wasser kämpfen.
Die Tyrells beziehen neue Position gegen die Lannisters. Das Problem ist, natürlich könnte ich mich damit vergnügen. Wohin geht es? Segel setzen! Eisenmänner abzuschlachten. Das heißt, wir segeln morgen weiter. Ich greife auch ihre Feldarmeen an. Aber wenn ich das richtig sehe, ist das der KI ziemlich scheißegal, wenn ich die in ihre Truppen abschlachte. Und die kriegen sofort wieder einen neuen Stack hingestellt. Das heißt, ich kann die nicht mal richtig zermürben. Mein Herr? Ja, Kapitän. Ja. Eure Befehle? Abrücken! Segel setzen! Zurück an Land, Männer! Ja! Das Gute ist, dass die relativ... passiv ist die KI. Wisst, wer euer Feind ist? Ich. Chlorfindel? Das ist eine leichte Anspielung. Ich bin nicht wegen einer Waffenruhe hier. Wir werden nicht ruhen, ehe ihr aufgebt. So oder so. Mein König! Abrücken! Na toll. Ja! Vorwärts! Wohin geht es? Euer Befehl, abrücken! Mein Herr? Ja, Kapitän. Werft den Anker. Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch einfach näher! Ja, der Kampf kommt jetzt auch gleich, würde ich sagen. Glaube und Mut haben uns den Sieg geschenkt. Lobet den Herrn, denn er hat uns den Sieg geschenkt! Wohin geht es? Wie ihr wünscht, Kapitän. Heute können wir nicht weiter segeln, Kapitän. Ja! Männer, marschiert! Mein Herr? Mein König? Marschiert! Wohin geht es? Gott steh uns bei! Unsere Feinde belagern uns! Mein Herr? Segel setzen! Wohin geht es? Wie ihr wünscht, Kapitän. Mein Herr? Ja, Herr. Wohin geht es? Ja, Kapitän. Ja. Ja! Wie ihr wünscht, Kapitän. Ja, Kapitän. Eure Befehle? Natürlich! Wir reisen morgen weiter. Wir errichten hier ein Nachtlager. Gott segne euch und euer Volk, Herr. Das finde ich auch ganz faszinierend. Den hatten wir alles weggenommen, bis auf hier diese drei popeligen Städte.
Oder sogar nur zwei, ich weiß gar nicht. Sie hatten nicht mehr viel. Wir haben die drei Inseln weggenommen. Theoretisch hätte die Fraktion fast im Eimer sein müssen. Wir haben ihren Anführer erschlagen, wir haben eine riesige Armee von denen platt gemacht. Aber die KI stampft riesige neuen Armeen aus dem Boden und überrollt alles in Nachbarschaft und unterhält noch weiterhin eine große Armee im Norden. Also, das Problem an der Mod ist echt, eigentlich würde sie Spaß machen von den Einheiten. Aber es ist extrem frustrierend, sich mit diesen riesigen Armeehaufen herumschlagen zu müssen in einer Tour. Befehle, Herr! Marschiere stolzen Herzens in die Schlacht, Herr! Bilden und lasst niemanden durch! Heute zerschmettern wir den Feind! So, ich hoffe mal, dass von hier hinten irgendwo die Verstärkung kommt. Also mit ein bisschen Glück bezieht der Feind eine Defensivstellung und hat keine Schützen dabei. Da könnten wir versuchen, ihren Anführer oder ihre besten Truppen mit den Bogies rauszunehmen. Die Infanterie spielt Amboss und die Kavallerie spielt Hamme. Und dann könnten wir sie zerknacken. Also es sieht gut aus. Der stellt sich irgendwie auf. Ah, der hat Katapulte. An die hatte ich nicht mehr gedacht. Die Katapulte müssen weg. Einheiten!
Die stehen halt recht tief gestaffelt. Schade, dass wir keine leichten Reiter haben oder berittene Bogenschützen. Oh! Wo ist denn der scheiß Katapult hin? Da ist er. Bewegung, Bewegung!
Auf Bewegung! Nein, nein! Vorstoß! Okay, die Katapulte haben wir. Und offensichtlich haben die Graukreuz beschlossen, jetzt doch in den Nahkampf zu gehen. Kavallerie muss jetzt langsam mal rankommen. Im Moment liegt das Schlachtglück bei uns. Beten wir, dass es so bleibt.
nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht übrig. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, Der feindliche General ist tot. Der feindliche General ist kein wahrer Mann. Er flieht vom Schlachtfeld und überlässt seine Männer ihrem Schicksal. Seht, wie feige der Feind davonrennt. Zeit, den Angriff voranzutreiben. Deine sind kommen. Ich würde sagen, die Eisenmänner haben wieder einmal die Vorzüge von Bogenschützen kennengelernt. Aber das war natürlich wieder blutig, gell? 20% haben wir verloren von der Armee. Das Problem ist, die KI kann sich das leisten, wir nicht. Das ist ein klarer Sieg, wie ihn nur Männer von großer Tugend und Tapferkeit erringen.
Ja, wir können zahlen. Bitte, Herr. Unser Volk war siegreich. Für unseren König. Manchmal sind sie schon ein bisschen berechenbar, oder? Gott ist mit uns, Männer. Mein König. Ja, mein König. Eure Befehle? Mein König. Eure Befehle? Mein König. Ach, das sind Spätrekruten deshalb. Ja, mein König. Es ist mir eine Ehre, mein König. Okay, Schlacht um Herrnhort ist auch beendet. Wir haben wieder eine Armee vernichtet. Naja, wir sehen uns hier wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschö.